In. Tut noch innen. Warum hast du. Oh. Du hattest noch Zeug drin. Gut, das sollten wir mal rausholen. Oh. 200 Kupferplatten jeweils drin. Was ist denn da passiert? Okay. Und jetzt sollten wir schnell das Eisen da oben anschließen, damit da keine Verluste auftreten. Also, oh, Strom. Strom, 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 da. Jetzt hier keinen Fehler machen. Ich kann das wegen dem Fließband nicht sehen, wo der Abstand ist. Das ist jetzt doof. Achso, du meinst einfach von hier unten. So. Ja, alles gut, okay. Da lang, da lang. Das Stein können wir bei Zeit nochmal abbauen, obwohl es nicht wirklich notwendig ist. Aber ich hätte gerne alle Ressourcen einfach weg vom inneren Bereich der Basis. Du da, du da. So. Sehr schön. So, das Fließband sollte jetzt so gelegt werden, dass es gleichmäßig von beiden Seiten befüllt wird. Oh, das war schon richtig. So. Vier Stück erstmal. Eins, zwei. Baum weg. Baum weg. Eins, zwei. Wobei, ich hätte gerne noch mehr davon. Haben wir noch Ressourcen für... Ah, zwei Stück, das ist okay. Dann nochmal hier einen hin und da einen hin. Man kann nie genug Eisen haben. So, also wenn die alle fertig sind mit Arbeiten, bleibt nur noch hier unten so ein kleiner Rest. Den bauen wir dann mit zwei, drei Drills ab und dann ist gut. Okay, Eisen kommt, Kupfer kommt. Verteilt sich alles richtig. Müsste. Hier ist das immer noch durcheinander, weil du immer noch Kupfer drin hast. Das ist jetzt nicht schön. Guckt euch mal das obere Fließband an. Da ist noch immer Kupfer und Eisen durcheinander. Das muss ich alles jetzt schnell weg, 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 weg. Hä? Oh, her damit. Jetzt alles gut? Ja, 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 alles gut. Okay. Kupfer staut sich. Hatten wir nicht irgendwo Pufferkisten für Kupfer? Oh. Hör mal auf zu arbeiten. Hier. So. Wir haben eine Anti-Pufferkiste für Kupfer. Wart mal. Könnten wir nicht theoretisch einfach hier sagen, du nimmst von da, du gibst nach da und wenn es sich staut, wird es hier eingelagert? Ja, es geht. So. Und bitte sortier die doch mal alle hier richtig ein. Komisches Ding. Da und da und da und Fließbänder nach da. Das fehlt mir noch. Also ich weiß nicht, wie schwer das umzusetzen wäre. Aber dass wenn ich keine, also sagen wir mal, ich habe keine Fließbänder im Inventar, gar keine. Und ich heb die irgendwie auf, dass sie dann nicht ins Inventar gelegt werden, sondern zuerst hier in den Toolbar. Das kommt mir nämlich so vor, als wenn die nicht so wäre. So, ein bisschen Licht hätte ich auch noch gerne. Also ja, wir haben jetzt eine Kupferpufferkiste, auch wenn sie ein wenig unkonventionell ist. Und hier... machen wir an jeden jetzt noch so ein Ding ran. Falls es sich staut. So, Eisen kommt schon durch. Also wir könnten eventuell noch mehr Schmelzöfen bauen. Na, es staut sich nicht wirklich doll. Aber trotzdem können wir die Schmelzöfen schon mal aufbauen. Du da, du da. Kupferdinger brauchen wir oben erstmal nicht. Du da, du da, du da, du da. Und jeweils ein rechts daneben, falls es sich staut. Und es staut sich ordentlich. Sehr gut. Ganz viel Eisen. Nehme ich mal alles mit. Achso, ja. Ich wollte schon wieder hier beides Eisen auf, ne? Auf beide Fließbandseiten packen. Hab das Plastik vergessen. Das ist irgendwie ein Standardfehler. Ja, es staut sich echt überall. Oh, weg damit.
Ich könnte Stahl wieder anmachen. Ja komm, du nimm mal bitte Stahl. Eisen. Ihr kriegt neue Fuel Blocks. So, so. Forschung ist bald durch, das ist goodie. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich oben die Eisenmine anschließen. Ich wollte das Stromnetz ausbauen, das habe ich ein bisschen gemacht. Das ist soweit okay. Oh, und ich wollte die Speed 2 Module einbauen. Wobei ich das anscheinend gar nicht muss. Bauen wir hier einen Puffer rein. Du da und eine Eisenkiste oder Stahlkiste. Und hier bitte von Hand aufheben. Ja. Oh, blaue Tränke funktionieren gerade nicht. Muss ich mir gleich mal angucken. Also rote Tränke puffern sich. Das heißt, ich müsste da auch kein MK2 Speedmodul reinpacken. Blaue Tränke, was fehlt euch? Grüne Ärmchen, was fehlen euch? Blaue Ärmchen, was fehlen euch? Eisen. Oh. Weil da komischerweise anderes Zeug drin war. Gut, du bekommst jetzt ein Speedmodul. Du bekommst jetzt ein Speedmodul. Du bekommst ein Speedmodul. Hey. Du bekommst ein Speedmodul. Was macht Strom? Strom ist okay. Du hast jetzt wie viel mehr? 20% mehr, 40% mehr, also 60% mehr. Und nur 30% mehr Stromverbrauch. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen was gedreht. Ich bin der Meinung, dass die früher wesentlich mehr Strom verbraucht haben durch die Speedmodule. Aber keine mehr Euren. So, der Chip ist da falsch, glaube ich. Okay. Smog? Smog kommt da oben zu der kleinen Basis bald an. Das ist okay. Es ist echt jetzt ein komischer Zustand, dass wir jetzt absichtlich darauf hoffen, dass die Smog einatmen, damit sie stärker werden, damit wir die besseren Beißer bekommen. Wobei, wir brauchen keine stärkeren Türme, wenn wir keine stärkeren Beißer haben. Also könnten wir einfach auch ganz normal so weiterspielen mit dem Eindämmungsverfahren durch die Bäume. Aber ich bin echt gespannt, wie die neuen Türme sind. Oh, habe ich da einen vergessen? Jo, du, bitteschön. Gut. Also, das läuft soweit. Was hätte ich denn jetzt noch gerne? Ich hätte gerne... Warum habe ich hier die ganze Kohle abgebaut? Oh, ich habe die gar nicht abgebaut. Da waren irgendwie so Beißer, ne? Ja, ich glaube, da war was. Gun Turret kommt weg später. Da. So. Du. So, du hast gar nichts mehr. Dann so. So. Und so. Jetzt müssen alle laufen. Ja, goodie. Weil das brauchen wir, um regelmäßig unser Plastik oben zu versorgen. Und ja, ich könnte es automatisieren, aber ich habe keine Lust, jetzt noch eine riesige Leitung nach da ganz oben zu legen. Das Licht ist nicht an. Die werden aussortiert. Die werden hier hingesetzt. Okay. Habe ich noch die tollen Speed-Module? Nee. Bau bitte... Achso. Da. Bau bitte 2 davon. Und die setzen wir dann oben hin, da wo sie gebraucht werden. Mauern? Mauern nicht, okay. Dann hätte ich gern die Steine von hier. Klick, 700 Steine, sehr gut. Und bau bitte auf dem Weg nach oben Mauern. Und theoretisch die ganzen Türme, oder? Ich hätte gerne 2 Stacks davon. 40 Lasertürme. Das sollte definitiv reichen für unsere Verteidigung, oder? Ja, bau.
nochmal 200. Ja, okay. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr lange dauern. Ich werde es garantiert mindestens 2-3 Mal unterbrechen, weil ich irgendwas anderes bauen will in der Zwischenzeit. Aber ja. Das Kupfer wird auch abgebaut, das ist gut. Die Batterien haben bestimmt wieder kein Eisen, das ist nicht so schön. Schwefelsäure ist auch bald leer. Plastik staut sich. Wir haben aber eine Plastikpufferkiste unten, richtig? Lauf ein bisschen schneller. Plastikpuffer. Nee, das ist ein Ärmchen. Da ist eine Plastikpufferkiste, einfach. Die ist voll. Also wir haben genug Plastik vorerst. Okay, warte. Ja, jetzt haben wir das Problem mit der Kiste. Ich hätte gerne eine Stahlkiste. Ich hätte gerne keine 40. So, alles wieder abbrechen. Bau bitte ein paar davon. Danke. So, und jetzt baust du bitte... Oh. Baust du bitte gleich bessere Fabriken. Und jetzt... Basic Modular Rüstung. Nee. Bau bitte... Ja, bau bitte jetzt die Alien-Artefakte, auch wenn sie lange dauern. So, und jetzt. Bau bitte die, die Mauern jetzt, nachdem die Kisten fertig sind. Danach baust du ein paar Lasertürme. Und du setzt jetzt bitte eine Stahlkiste dahin. Ein kluges Ärmchen dahin. Ein schnelles Ärmchen dahin. Und du nimmst bitte nur Plastik. Also haben wir jetzt eine Pufferkiste für die Pufferkiste. Und das können wir beliebig erweitern. Und das mache ich auch einfach, weil ich weiß, dass im späteren Hightech-Bereich Plastik doch eine Rolle spielt. Und wir halt irgendwann dezente Ölprobleme haben. Apropos Ölprobleme, das wollte ich ja eigentlich machen. Ich wollte ja eigentlich nach oben und da ein bisschen rumfriemeln und optimieren, was die Verteilung angeht von Schweröl, Leichtöl, Petroleumgas, Schwefelsäure, blubdiblub und so, ne? Also, Leichtöl ist immer noch viel zu viel da. Aber das wird... Moment mal. Genau, das wird von hier aus nach da gepumpt und hier zu Petroleumgas verarbeitet. Das muss einfach nur schneller arbeiten. So. 80% Speedboost. Das könnte helfen. Schweröl... Oh, Schweröl ist fast alles abgearbeitet. Das ist sehr gut. Dadurch entsteht dann weniger Leichtöl und die Fabrik hier wird wieder entlastet. Okay. Die Brennstoff... Ich brauche einen Puffer für den Puffer für den Puffer. Wo sind die Stahlkisten schon wieder gelandet? Da. Stahlkiste dahin. Schnell. So, so. Die stellen fleißig auch wieder was hier aus ihrem Leichtöl. Das ist okay. Petroleumgas sammelt sich. Das ist sehr gut. Es fehlt halt nur Eisen für Schwefelsäureproduktion. Das heißt, die Jungs hier... Warum arbeitet ihr jetzt nicht? Petroleumgas ist Platz. Na, Leichtöl ist kein Platz, ne? Ja. Noch ein Tank einfach kurz daneben klapseln? Passt nicht, ne? Nee, passt nicht. Ich könnte hier vielleicht anmachen, aber ich... Ja, ich kümmere mich erstmal oben um die Verteidigungsanlagen. Ach, 10 Stück. Ah, ich kümmere mich oben um die Verteidigungsanlagen, dann ist gut. Und es tut jedes Mal richtig gut zu sehen, dass wir hier 8 volle Tanks mit Rohöl haben. Sehr schön. So, da ist dicht. Da machen wir kurz unterirdisch. Habe ich noch unterirdisch? Ja. Rein, raus, weg. So. Oh, stimmt. Ein weiter. Da. So.
Damit wäre oben dicht. Lasertürme. Jetzt machen wir noch bei jedem Strommast 3 Lasertürme hin. Und dann sollte das hier oben echt eine ganze Weile halten. Also es wird nicht ewig halten, weil der Feind halt mit eskaliert. Durch größere, stärkere, bösere Beißer. Aber für die ersten Stufen müsste das halten. Ja, das sieht richtig gut aus. Okay. Jetzt müssen wir hier rechts gucken, dann unten nochmal gucken. Bevor ich jetzt wieder nach unten laufe, beschleunigen wir euch mit einer Modulen. Du hast schon einer Module. Es muss doch irgendwann mal weniger werden. Ich brauche unbedingt Pumpen. Kann ich jetzt schon Pumpen bauen? Nee, ne? Nee, nicht die Pumpen hier. Dafür brauchen wir die roten Engines. Und wir haben noch keine normalen Engines. Automatisiert, das sollten wir auch bald machen. Ja.